Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt ja schon durch die Vorredner gelernt, dass es wichtig ist, hier auch auf die regionalen Besonderheiten einzugehen. Als Kurpfälzer freue ich mich natürlich, in der Residenzstadt Karlsruhe zu sein. Sie wissen aber auch, dass die Kurpfalz noch Gebietsansprüche aus Tradition bis Düsseldorf hat. Das habe ich absolut nicht innerparteilich gemeint. Heute allerdings, meine lieben Freundinnen und Freunde, komme ich aus Berlin und Sie wissen auch, dass das genau die Stadt ist, wohin wir aus Baden-Württemberg Jahr für Jahr mehr als 1 Milliarde Euro im Rahmen des Länderfinanzausgleiches überweisen. Sozusagen als Entwicklungshilfe. Leider hilft die nicht immer. Und wenn Sie jetzt denken, dass in Berlin deswegen Gedenkgottesdienste oder Demonstrationen abgehalten würden, wo Rufe wie Bravo, danke ihr lieben Schwaben und Badener erklingen würden, dann haben Sie sich geirrt. Die nehmen unser Geld und sie beschimpfen uns noch dafür. Gerade die vielen Schwaben in Berlin müssen da einiges aushalten. Ich grüße Sie ganz herzlich besonders, zumindest die wirklichen Schwaben. Denn in Berlin wird jeder zugezogene Schwabe genannt, selbst Badener. Man kann sich das kaum vorstellen. Zum Beispiel, wenn Sie zum Bäcker gehen und dort aus Versehen beim Brötchenkauf ein Weckle bestellen, dann gibt es zunächst erstmal ein ausführliches Beratungsgespräch des Backwarenfachverkaufspersonals. Das läutet dann wie folgt: Haben wir nicht. Und dann kommt die richtige Strafe, der Zorn Gottes. Pastor Wolfgang Thierse tritt auf. Er belehrt uns, dass wir für den Rest unserer Tage Schrippe zu sagen haben und hochheilig schwören müssen, dass das beim Barte des Proleten auch geschieht. Berlin mag nicht, dass unsere Tugenden dort wachsen. Fleiß, Gradlinigkeit, Ehrlichkeit, Anstand, das sind im schrägen Berlin eher Sekundärtugenden. Da ist man lieber arm, aber sexy. Aber ich sage hier im badischen Karlsruhe, wenn überhaupt irgendwo auf der ganzen Welt es einmal dringend notwendig wäre, eine Kehrwoche durchzuführen, dann bei Herrn Wowereit. Das Einzige, was zuletzt in Berlin akkurat geplant und pünktlich fertig wurde und auch keinerlei Brandschutzprobleme verursacht hat, das war der Bankräubertunnel zu einer Volksbankfiliale. Dabei, meine Damen und Herren, ist es ein böses Vorurteil, dass in Berlin nichts rechtzeitig fertig würde. Ich erinnere nur an meine große Reform in der Entwicklungspolitik, die ist auch rechtzeitig fertig geworden. Bei dem Stichwort fertig fällt mir eins allerdings an, was mich wirklich fertig macht. Das ist die neue deutsche Sprachpolizei. Da sind dann die Verbalsheriffs täglich auf Streife. Sie schützen uns vor allen vermeintlichen Diskriminierungen, ob wir das wollen oder nicht. Und die sind sensibel. Mein Gott, die sind richtig sensibel. Inzwischen werden sogar Märchen umgeschrieben. Und der Negerkönig bei Astrid Lindgren wird zum Südseekönig. Aber das reicht noch nicht. Es darf keinerlei Diskriminierung, auch keine vermeintliche, irgendeine Altersgruppe geschehen und schon gar nicht irgendetwas, was nicht geschlechtsneutral formuliert ist, irgendwo gedruckt werden. Böse alte Hexe. Eine Formulierung, mit der jeder von uns umgehen konnte und jeder wusste, was gemeint ist. In der neuen Sprache wird das dann heißen, missgestimmtes Zauberwesen unbestimmten Alters. Aber wir wissen, die Beseitigung von Diskriminierung sieht anders aus. Das geht eben gerade nicht durch Säuberungsaktionen bei der Sprache. Da bleibt die Diskriminierung bestehen, sie heißt bloß plötzlich anders. Gehen Sie in die Berliner Schulen. Dort gibt es Kinder-NDH. Sie wissen natürlich nicht, was das heißt. Das heißt nicht deutscher Herkunft. Aber das soll jetzt geändert werden in NDD, nicht deutsch-dominant, weil es ja unterschiedlich staatliche Elternteile geben kann. Lassen Sie uns doch einfach die Dinge wieder beim Namen nennen, statt dass die Gutmenschen ständig uns die Zunge verknoten. Denn ob ich Ausländer, Türke oder Afrikaner bin, das kann sich alles ändern. In dem Moment, wo jemand eingebürgert ist, ist er Deutscher wie Sie und ich. Nur der Mensch nicht deutscher Herkunft, der kann bleiben. Der deutsche Eingebürgerte ist einer von uns. Ich will in einem Land leben, in dem ich nicht jede Minute darüber nachdenken muss, ob ich gerade sprachlich irgendetwas vollkommen korrekt mache. Ich möchte in einem Land leben, wo ich geradeaus sagen kann, was ich fühle und was ich denke. Ich will in einem Deutschland leben,
wo nicht Tugendwächter und Wächterräte erst sprachliche Freiheit abwürgen, denn bald darauf folgt die Abwürgung, das Abwürgen der gedanklichen Freiheit. Und ich will das Recht auf freie Sprache und ganz besonders, wenn ich privat unterwegs bin, am Stammtisch, mit Freunden oder in einer Bar. Auch das ist Freiheit. Auch das ist Freiheit. Das ist persönliche Freiheit. Und ich finde es unerträglich, dass wir im Jahr 2013 für solche Banalitäten, eigentliche Banalitäten, kämpfen müssen. Aber wir müssen hier ja für vieles kämpfen. Grüne und Rote betrachten Politik ja in erster Linie als Erziehungsanstalt. Da sollen wir geläutert werden. Man sagt uns, was wir essen und trinken sollen, was wir da sagen dürfen, wie wir uns verhalten müssen, was wir einkaufen dürfen und wie wir zu leben haben, damit wir bessere Menschen werden. Wundert es Sie da überhaupt, dass das häufigst genannte Wort im Wahlprogramm der Grünen müssen ist? Wir müssen, ich muss, Sie müssen. Millionen von Menschen müssen nachts raus. Okay, das hat was mit Erleichterung zu tun, das sehe ich auch so. Aber bei grünen Wählern, die erleichtern sich ja auch. Ich meine, im Sinne von Ablasshandel, das Gewissen zumindest. 150 Quadratmeter große Wohnung im Altbau für ein Pärchen, BMW-Geländewagen, Zweitwagen, 3 Fernreisen mit dem Flugzeug im Jahr, da reicht Bio-Kaufen nicht mehr aus. Da muss man schon das Kreuzchen bei der Wahl für die Grünen abgeben und für ein reines Gewissen und kann bei Freunden dann auch noch damit angeben, dass man sich ja engagiert für die Umwelt. Aber im Grunde sind die Grünen genauso glaubwürdig wie ein Vegetarier, den sie beim Schnitzelessen erwischen. Nur, dass sie auch noch dreist genug sind, uns zu erzählen, dass sie halt eingefleischte Vegetarier sind. Nehmen wir zum Beispiel die Forderung der Grünen nach 8,50 Euro Mindestlohn pro Stunde. Stört Bärbel Höhn überhaupt nicht. Wenn Sie sich Ihre Stellenausschreibung fürs Bundestagsbüro angucken, stellen Sie fest, sie bietet exakt 4 Euro pro Stunde, Arbeit an Wochenenden und spätabends natürlich inklusive. Oder nehmen Sie die angebliche Basisdemokratie bei den Grünen. Claudia Roth, das ist die Reformhaus-Variante von Cindy aus Marzahn. Und es ist die Parteivorsitzende der Grünen. Die wurde bei der Urabstimmung so richtig abgestraft, komplett versenkt. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass wir sie in der nächsten Staffel des Dschungelcamps auch wieder sehen. Nur 23% der Parteibasis trauten Claudia Roth eine Spitzenkandidatur zu. Anders formuliert, die Basis wollte sie nicht. Und trotzdem haben die grünen Funktionäre sie erneut gewählt und zu ihrer offiziellen Beauftragten für Betroffenheitsfragen gemacht. Auch hier Ablasshandel, Gewissen gereinigt, alles wird wieder gut. Claudia Roth, die möchte ja Entwicklungsministerin, also meine Nachfolgerin werden. Das wird mächtig Entsetzen in Afrika hervorrufen. Ja, Sie erinnern sich doch alle, warum wir das Ministerium ins Auswärtige Amt integrieren wollten. Um den ohnehin schon gebeutelten Menschen Naturkatastrophen wie Claudia Roth zu ersparen. Die setzt dann den Hirseschüssel-Sozialismus meiner Amtsvorgängerin fort. Sie füttert die Leute, statt sie aus Abhängigkeiten zu befreien. Allerdings wissen die Hungernden dann immerhin, eventuell, dass sie bioernährt werden. Aber gute Entwicklungspolitik sieht eindeutig anders aus. Gute Entwicklungspolitik ist das, wenn man die Menschen stärkt, wenn man versucht, durch Bildung sie aus Abhängigkeiten zu befreien, wenn man die Kooperationsländer befähigt, ihre Dinge selbst zu machen. Wir stärken Frieden und Sicherheit. Wir setzen auf Freihandel. Freihandel ist nämlich eine große Chance, nicht nur für uns, sondern vor allem auch für Entwicklungsländer. Für Entwicklungsländer als Partner der deutschen Wirtschaft. Und im Allgemeinen, glaube ich, sollten wir sowieso viel mehr die Chancen erkennen, die aufstrebende Länder bieten. Wir sehen immer nur die Katastrophen, Hunger, Armut, Kriege. Lassen Sie uns lieber gucken, welche Chancen es gibt, vor allem in unserem Nachbarkontinent Afrika. Da haben wir ganz junge, leistungsstarke Gesellschaften. Heute entstehen schon dort schon Innovationen, die weltweit vermarktet werden. In vielen Staaten übertrifft das Wirtschaftswachstum bei weitem das der europäischen Staaten. Wir treffen auf wachsende Mittelschichten, die immer besser international vernetzt werden. In 54 höchst unterschiedlich entwickelten souveränen Staaten finden wir ein Niveau, das zwischen der Republik Südafrika und Somalia variiert. Enorme Chancen, die sich auf unserem Nachbarkontinent bieten, die wir in der Vergangenheit nicht genutzt haben. Ich glaube, liberale Entwicklungspolitik, die erkennt, wo diese Chancen liegen, hat den richtigen Ansatz gefunden und das ist unser Ansatz. Und wenn man meint, dass man das Richtige tut, dann muss man ab und zu auch etwas riskieren. Riskier etwas, Mensch.
Das ist übrigens das Motto der evangelischen Kirche für die diesjährige Fastenzeit. Ab morgen beginnt sie. Und bei dem Motto "Riskier was, Mensch", da fühle ich mich ganz angesprochen. Das nehme ich mir zu Herzen. Ich riskiere immer gerne auch persönlich mal was, selbst wenn es nicht jeder mag. Dieses Fastenmotto will, dass wir die Manschetten ablegen und offen sagen, was wir denken. Jetzt haben wir einen früheren Parteitag, eine Teamlösung, einen Spitzenkandidaten. Mit Unterstützung der evangelischen Kirche und Rainer Brüderle als Spitzenkandidat an meiner Seite ist dem Erfolg der FDP keine Grenze gesetzt. Übrigens, der Vizekanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, der ist mit 65 Jahren nur 2 Jahre jünger als unser Spitzenkandidat. Ich betone das deshalb, weil Rainer Brüderle die berühmt gewordene Meinungsäußerung zur Dirndl-Tauglichkeit einer Gesprächspartnerin sprach, nachdem sie ihn, nicht sonderlich charmant, danach gefragt hat, wie er es findet, in seinem fortgeschrittenen Alter zum Hoffnungsträger aufzusteigen. Diese Frage der bis dahin aufstrebenden jungen Journalistin hat keine Debatte über die Grenzen weiblicher Höflichkeit entfacht. Auch die Altersdiskriminierung wurde nicht diskutiert. Und deshalb möchte ich hier ganz deutlich feststellen, für die Republik und die FDP, Deutschland braucht alle Generationen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, noch viel wichtiger, für die Freiheit ist man nie zu alt. Wir haben sehr leistungsfähige, ja Rudi, jetzt kannst du mal den ganzen Saal mitnehmen, ne? Wir haben sehr leistungsfähige Mit-60er in Deutschland. Das war übrigens schon immer so. Theodor Heuss war 65, als er Bundespräsident wurde. Genauso alt ist Winfried Kretschmann, jetzt wo er Ministerpräsident ist. Konrad Adenauer war sogar 73, als er das Amt des Bundeskanzlers antrat. Und der Grünen-Guru Hans-Christian Ströbele ist genauso alt und kandidiert jetzt wieder für den Bundestag. Da soll ein 68-jähriger Rainer Brüderle nicht Spitzenkandidat werden können. Ich sage Ihnen, liebe Parteifreunde und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mit einem bürgernahen 68-Jährigen viel einverstandener als mit einem weltfremden Alt-68er. Aber wir verlassen uns trotzdem nicht darauf, dass der Vizekanzlerkandidat der SPD als bester Wahlkämpfer von Angela Merkel das nächste Fettnäpfchen trifft. Wir werden die SPD bei ihrem Programm stellen. Das ist übrigens deren einziger Vorteil gegenüber der CDU. Die SPD hat ein Programm. Auch wenn darin wenig Sinnvolles steht. Das SPD-Programm hat manches Interessantes und manches Neues. Leider ist das Interessante nicht neu und das Neue nicht interessant. Nehmen wir einmal die Forderung Sigmar Gabriels. Die Stromsteuer abzuschaffen. Interessant, aber nicht neu. Das hat der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion auch schon gefordert. Peer Steinbrück will familienwirksame Leistungen auf ihre Wirkung hin überprüfen lassen. Interessant, aber nicht neu. Die Koalition hat diese Überprüfung zu Beginn der Legislaturperiode vereinbart. Die ist faktisch durchgeführt. Und deswegen hoffen wir sehr, dass die SPD nicht ihr Oppositionsmut verlieren wird, wenn sie hinterher im Bundesrat die Konsequenzen aus ihren Forderungen auch mittragen soll. Dort im Bundesrat soll SPD und Grüne übrigens eine Mehrheit haben, hört man. Das stimmt, aber nur, wenn man die Linken zu Rot-Grün gleichzeitig dazuzählt. Diese Eingemeindung der Linken vermeiden Trittin und Steinbrück öffentlich, weil sie wissen, dass die Vereinigte Linke keine Perspektive für Deutschland bietet. Aber sie zählen sie mit, wenn sie sagen, dass sie eine Mehrheit hätten. Das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Man kann nämlich gar nicht schnell genug gucken derzeit, wie die SPD der Linkspartei hinterherläuft, die Grünen sich an die SPD ranwanzen und die CDU den Grünen hinterherstiefelt. Die FDP fühlt sich überhaupt nicht einsam in der politischen Mitte, nur weil alle anderen meinen, sie würden gerne lieber links sein. Es muss schließlich eine Partei in Deutschland geben, die sich nicht vom Wahn der Umverteilung und Bevormundung anstecken lässt. Man könnte sagen vom roten Virus, rot mit TH in dem Fall. Wir, die Liberalen, wir bleiben die Schutzimpfung für Freiheit und Marktwirtschaft in Deutschland. Und nur die FDP ist die Partei, die sich gegen Bevormundung von linken Oberlehrern stemmt. Allein die FDP stellt sich gegen Gängelung durch einen vermeintlich wohlmeinenden Staat. Wir machen uns stark gegen den Dreiklang von Bevormundung, Blockieren und Verbieten. Und wenn Sie sich die Rezepte der anderen Parteien genau anschauen und die Beipackzettel, die dieses Jahr Wahlprogramme heißen, angucken, dann werden Sie feststellen, was hier auf uns zukommt. Schauen Sie insbesondere in den Bereich Risiken und Nebenwirkungen.
Fragen Sie ruhig auch Ihren Arzt oder Apotheker. Dank der FDP dürfen Sie das diesmal ohne Praxisgebühr. Und was Sie da lesen, das sind die Programme linker Überbietungswettbewerber für neue Steuern, neue Schulden und die Mittel der Mottenkiste des Sozialismus. Nehmen Sie einmal Peer Steinbrück. Er meint offenbar, was von Wirtschaft zu verstehen, wenn er in die eigene Tasche wirtschaftet. Und deswegen überlegt man in der Parteizentrale der SPD auch, ob man die beiden E's in seinem Namen schon mal so gestalten sollte. Das sind natürlich dann rote Eurozeichen. Weil er zu schwarzen Zahlen ja eigentlich nicht in der Lage ist, wie er aus seiner Finanzministerzeit belegt hat. Aber Peer Steinbrück will doch gar nicht Kanzler werden. Er hat doch schon gesagt, dass man da viel zu wenig verdient. Ja, was meinen Sie, was los ist, wenn die SPD in die Regierung kommt? Da bleibt auch vom Kanzlergehalt noch weniger übrig als bisher, weil die bereits angekündigt haben, dass sie im Falle eines Wahlsiegs die Steuern massiv erhöhen werden. Das ist natürlich heikel für die SPD, weil die wissen nicht, was sie machen, wenn Herr Steinbrück erkennt, dass er nach dem SPD-Wahlprogramm zusätzlich Steuern und Abgaben zu zahlen hat. Früher, meine sehr verehrten Damen und Herren, da hieß es, lerne leiden, ohne zu klagen. Heute befolgen viele den Rat, lerne klagen, ohne zu leiden. Und das eröffnet Beschäftigungsfelder für die Hilfsheere von Rot und Grün. Sie können dem in Panik und Angst gehaltenen Bürger ihre Dienste aufdrängen und dafür kräftig abkassieren. Immer geht es natürlich darum, das Schlimmste zu verhindern. Den Klimawandel, Überlandleitungen, Fernreisen oder bessere Bahnverbindungen. Demnächst verteidigen Grüne ihren Widerstand gegen Flughafen in Berlin und Stuttgart 21 als einen Beitrag zum Lärmschutz. Verbesserte Infrastruktur könnte helfen, den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen Rechnung zu tragen. Das würde allerdings bedeuten, dass wir die Verkehrsprobleme lindern würden. Die brauchen die Grünen aber, um die Menschen durch Feinstaubwerte und Lärmpegel in Angst und Schrecken zu versetzen. Wieder einmal gewinnt man hier eindeutig den Eindruck, die Grünen brauchen, suchen und erfinden Probleme, um ihre Existenzberechtigung nachzuweisen. Verantwortungsvolle Politik hingegen versucht, Probleme zu lösen und nicht sie sich selbst zu schaffen. Und auch die Scheinheiligkeit bei der Frage der Kosten von großen Infrastrukturprojekten muss hier angesprochen werden. Es kann doch nicht sein, dass man die Kostensteigerungen bei Großbauprojekten kritisiert, wenn man durch Verzögerungen selbst für die Verteuerung verantwortlich ist. Hier passt es natürlich ins Bild, dass der Verkehrsminister in Baden-Württemberg einen bekennenden Stuttgart 21-Gegner an das Bürgertelefon zum Bahnhofsprojekt in seinem Ministerium gesetzt hat. Hier wird der Bock wirklich zum Gärtner. Er sagt das, was er schon immer gesagt hat, nur dass er wesentlich weicher sitzt als bei der Sitzblockade vor dem Baugelände. Dagegen lobe ich mir die Bescheidenheit unserer Bundeskanzlerin. Sie zeigt in Europa, aber auch in der gesamten Welt, dass es vor allem auf kluge Politik ankommt, auf Inhalte und nicht auf eitles Posieren oder selbstgefälliges Gehabe. Sie ist übrigens Spitzenkandidatin geworden ohne Urabstimmung und ohne einen Parteitag. Sie ist auch für mich als künftige Kanzlerin gesetzt. Aber natürlich nur mit einer starken FDP. Denn ohne eine starke FDP würden Rot, Grün und Dunkelrot eine Mehrheit bekommen und dann sehe ich schwarz vor unser Land. Hier in Baden-Württemberg schaut man nicht so arg auf die Linken, weil sie hier weniger Bedeutung haben. Aber je weiter sie nach Norden oder Osten kommen, desto stärker werden sie. Je weiter sie hochkommen im Bereich des Länderfinanzausgleiches und je weiter sie runterkommen im Bereich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, desto stärker werden sie. Das ist nicht die Partei für sozial Schwache. Die Partei braucht sozial Schwache, damit sie überhaupt existieren kann und deswegen macht sie Politik gegen die Menschen. Die Linken treten übrigens nicht mit einem Spitzenkandidaten an, auch nicht mit einem Tandem. Die haben jetzt 8 Spitzenkandidaten und dabei sind die beiden Parteivorsitzenden noch gar nicht mit einbezogen. Angeführt von Sarah Wagenknecht, der weiblichen Ikone der Schießbefehl-Nostalgiker und Lenin-Büstenbesitzer und Gregor Gysi, der seinen Doktortitel mit einer Arbeit über die Vervollkommnung des sozialistischen Rechts erhielt und ihn immer noch hat, was man heute ja dazu sagen muss. Aber wie wir vorhin schon gehört haben, er arbeitet nach wie vor an der Vervollkommnung des sozialistischen Rechts, denn die Einführung eines Steuersatzes von 100% ab einem Einkommen von 500.000 Euro ist natürlich nichts anderes als die Vervollkommnung des deutschen Steuerrechts im sozialistischen Sinne. Faktisch bedeutet es Enteignung, gerade hier im Südwesten, von mittelständischen Betrieben, die meist inhabergeführt existieren,
wo man sich als Unternehmer Sorgen macht um die Sicherung der eigenen Arbeitsplätze, der Belegschaften und wo man, wenn es hart auf hart kommt, mit dem Privatvermögen gerade steht. Diese Art von Politik brauchen wir hier in Baden-Württemberg nicht und deswegen brauchen wir eine starke FDP im Bund. Was allerdings ganz klar deutlich wird, Bürger Tom Mugger hat es angesprochen, sind die Erfolge, wenn die FDP mit in der Regierung ist. Ich gebe zu, die Innovationsgutscheine, die aus Baden-Württemberg jetzt in Deutschland eingeführt wurden, konnte ich hier mangels Zuständigkeit nicht einführen. In Indien und Vietnam habe ich stattdessen gemacht. Auch da ist es gut, wenn wir zusätzliche Innovationen für eine bessere Entwicklung in der Welt haben. Aber die deutsche Wirtschaft brummt tatsächlich. Beschäftigtenzahlen wie noch nie seit der Erfassung der Beschäftigtenzahlen. Arbeitslosenwerte so niedrig wie seit Generationen nicht mehr, insbesondere bei der Jugendarbeitslosigkeit. 13% weniger Schwarzarbeit als bei der Vorgängerregierung. Und wir haben im Jahr 2012 erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland Waren im Wert von über 1 Billion Euro exportiert. Diese magische Grenze, die da überschritten wurde, die hat 12 Nullen nach der 1 und vor dem Komma. Im Ausland schaut man neidisch auf Deutschland als Wirtschaftsmotor. Und was wollen Grün und Rot? Exportbesteuerung. Die sagen allen Ernstes, unsere starke deutsche und baden-württembergische Exportwirtschaft ist schuld an der Schuldenkrise in Griechenland und anderen Ländern, weil wir sie geradezu reizen würden, unsere guten Produkte zu kaufen, für die sie kein Geld haben. Deswegen wollen sie bei uns die Produkte, die exportiert werden, besteuern, damit die Griechen und andere weniger von unseren Produkten kaufen, deswegen weniger Schulden machen und wir können auch gar keine mehr richtig produzieren, weil bei uns die Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist grün-rote Politik, wenn die jemals die Chance haben, wieder an die Regierung zu kommen. Seit die FDP in der Regierung ist, haben wir über 12 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und Forschung investiert. Familien mit Kindern wurden um 4,6 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Löhne und Gehälter sind seit die FDP in der Regierung ist jedes Jahr gestiegen. Und das Ziel der Schuldenbremse wurde 2012, also 4 Jahre vor der gesetzlich vorgeschriebenen Grenze, erfüllt. Darum braucht Deutschland eine starke Regierung mit einer starken FDP. Und dafür kämpfe ich wie ein Liberaler, wie es sich für uns gehört, nämlich ohne sich unterkriegen zu lassen. Und immer wenn die Angriffe auf uns durch den Gegner persönlich werden, dann müssen wir uns Margaret Thatcher in Erinnerung rufen, die eiserne Lady. Die hat Folgendes gesagt, ich zitiere: Ich juble immer sehr, wenn ich besonders verletzend angegriffen werde und denke mir dabei, wenn Sie einen persönlich angreifen müssen, heißt das nur, dass Sie kein einziges politisches Argument mehr übrig haben. Bleiben wir also standhaft, auch wenn uns der Wind ins Gesicht bläst. Wir haben nämlich noch viel vor und wir werden es schaffen, in Baden-Württemberg der Motor für den Erfolg der Bundes-FDP zu sein. Mit Ihrer Unterstützung freue ich mich auf diesen Wahlkampf, der mit Sicherheit spätestens ab heute eingeleitet wird. Dankeschön. Applaus